Hallöchen, ihr da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Yay! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Neben mir ist der Schmeid, der ist immer hungrig. Hallo. Und jetzt flitzen wir mal ganz schnell nach Hause, weil wir wollen einfach das Haus fertig bauen, bevor wir da irgendwas anderes anreißen. Genau. Kriegen wir vielleicht noch die Level für die Betäubungspfeile und dann schaut die Welt sowieso ganz anders aus. Ja, genau, hier. Und da sehe ich auch schon die Alus. Was? Rausschielen da vorne. Verdammt. Die haben nichts mehr zu fressen, also werden wir bald das Fressen sein von denen. Vor allem sind die super schnell, gell? Mhm. Ah ja, sehe ich sie schon. Vielleicht müssen wir mal kurz ins Wasser abtauchen. Ja, stimmt, das ist nicht so schnell. Lass ich mich von den Haien fressen. Was von denen? Ja, geh mal hier so an der Seite entlang. Boah, ja. Ich hab Angst. Wenn ich so tauche, dann riechen sie mich vielleicht nicht. Hast du deine Spuren im Wasser verwischt? Ja, genau, okay. Sie folgen uns schon mal nicht. Sie haben nicht gecheckt, dass wir da vorbeigeschlichen sind. Haben wir sie komplett ausmanövriert. Die sollen sich da jetzt nach rechts halten und dann ist alles gut. Trauen sich doch sowieso nicht hierher, ganz ehrlich. Nehme ich doch noch ein bisschen hier ja, mit. Ja, ich auch. Mit dem Pickel, oder? Ja. Dachst. Pickel. Stein schadet ja auch nicht. Nee. Ja, ich beobachte schon den Wald hier. Nicht, dass er sich bewegt. Ja. Hacken. Die hacken den ganzen Tag. Wie geht das Lied in echt? Ne, backen. Mit backen ist nee, das, oder? Ne? Waschen mit Wäscherinnen und so. Die Holzhackerburm, ne? Ne, mit Wäscherinnen. Nee? Sie waschen, sie waschen, sie waschen den ganzen Tag. Mhm. Aber ich weiß nicht mal, wie es anfängt. So wenig Ausdauer. Ist immer gleich weg hier. Weil wir nonstop in der Flucht sind. Ja, ja. Was wir halt immer am besten können, weißt du? Weglaufen. Ja. In die Hosen kacken und weglaufen. Oh. Süße Pferdchen. Ja. Ah ja, hier sehe ich schon was. Kann man das nicht mit Macho auch machen? Nicht, glaube ich, ne? Ich glaube mit Gemüse. Oh, da kommt man aber ganz nah hin, also. Warte mal. Ja. Hast du Macho Berries? Mhm. Oh, ich hätte nochmal reiten klicken müssen. Oh, oh ich muss aufhören. Aber wäre gegangen, ja. Okay, cool. Aber ich habe nur 2% so Macho Berries, also sollten wir schon viele mit dabei haben. Ja, oder Möhrchen halt, ne, machen. Ja. Möhrchen lieben. Dafür braucht man deinen Rooftop Garden. Ja, richtig. I'm shouting from a rooftop garden. Dö. Gardening. Die Holzfundamente habe ich daneben in den Schrank rein, ne? Ah ja, danke. Die sind halt so schwer. Ja. Betten haben wir genug, okay.
das obere Stockwerk haben wir jetzt schon mal fertig. Sehr gut. Das Stroh auch schon ausgetauscht, ja, ne? Ne, noch nicht, bin gerade dabei. Fühle ich mich dann doch deutlich sicherer, hä? So, schräge. Jetzt brauche ich die schräge Holzdecke, leider. Schräges Holzdach. Ah ja. Eine Wasserleitung kann ich auch schon bauen. Das Falsche hier. Genau. Jetzt. Schauen wir jetzt mal, dass wir noch hochkommen, vielleicht bis zur Werkbank und so. Mhm. Und dann machen wir mal so eine Tame-Runde, dass wir mal irgendein Para oder ein Raptor oder irgendwie sowas bekommen. Ja, genau. Dass das richtig reinbeißt. Richtig kalt, ey. Die Alus schon erzittern, ey, vor lauter Angst. Ja, richtig. Unsere Rotte von Raptoren da rankommen. Ja, richtig, ey. So, quasi. Oh Gott, jetzt kommen die. Rette sich, wer kam. Ah, die haben vorher doch markiert da hinten. Das haben wir schon krochen. schräg. Ah, Räucherkammern kann ich jetzt. Schön. So. Okay. Wir haben jetzt dann alles aus Holz. Ups. Ich wollte hier in die Kiste rein. Die T-Rexe ist weg. Soll ich mal rüberflitzen? Mal schauen, was das so tut. Wenn du willst. Ja. Ach, da unten fehlt noch was. Aber ich habe das schon vorbereitet hier. Schau ich mal rüber. Vielleicht kann ich ihn ja erspähen. Dann dokumentierst du bitte. Das Gute ist halt, dass die echt langsam sind. Ja, jetzt hast du große Sprüche, gell? Jetzt habe ich dicke Klappe. Was sagt sie zu unserem Haus hier? Ist es nicht cool? Kuschelig. Ach, da ist noch was. Aha. Ja, was wir auch machen können, ist flussaufwärts gehen. Da gibt es so Runensteine. Ja. Die können wir uns auch abholen. Das stimmt. Indessen schauen wir, was wir finden. Richtig. Hier hätte ich noch was zu machen, aber schau du mal. Ja. Also ich sehe schon den ersten. Runenstein. Mhm. Und was macht der T-Rex? Hm? Den sehe ich nicht. Aber den Runenstein, den sehe ich. Ja, das ist wichtig. Wahrscheinlich greifen die Alus auch T-Rexe an? Nee, oder? Das weiß ich nicht, glaube nicht. Schade, weil das würde echt ein cooles Battle sein. Aber die gehen da immer auf die Schwachen lieber. Sind ja auch nicht blöd, weißt du? Wir haben ein paar Berries aufgehoben. Was ist denn das? Oh. Für ein Vogel. Wo bist du eigentlich? Für ein Haus. Au! Der haut mich, ey. Vogel? Ja. Ach, das ist gleich am Raptor hier. Ha? Okay, ich komm schnell. Der läuft mir jetzt nach. Bist du noch am Haus?
Ja, der hat mich voll ins Gesicht gepiekt, als lässt er von mir ab. Das Ja, ist doch der, ist der Pelagornis, oder? der Hesperornis heißt der. Hesperornis, ja. Ist der fiese. Pah, voll ins Gesicht hat Ja, der gepiekt. der macht Polymer. Aber er hat null Schaden gemacht, also. Soll mal ein bisschen düsen, hast du Lust? Ja. Ja, ich bin dabei. Gut, Geh da vorne mal. hätten wir auch Raptor. Ich habe nur noch drei Bolas, ne? Soll ich dir welche abgeben? Ich habe nämlich 10. Ja, ich müsste nur schnell bauen gehen. Hesperorn ist hier. Der wackelt hier rum und dann einfach mit dem Schnabel in mein Gefries rein, ey. Hallöchen, ihr da draußen. Hier sind wir wieder von den Schmuftels. Neben mir ist der liebe Schmeid wieder. Hallo. Und leider ist OBS davor abgestürzt. Deswegen sind wir von der Brücke schnell hierher gerannt, nach Hause in der Zwischenzeit. Was wir eigentlich aufgenommen haben, aber das ist leider kaputt. Und was haben wir vor? Ja, jetzt werden wir unser Haus mal, das wir ja vorher fertig gebaut haben, ein bisschen einrichten. Genau. Hier ist es schon fertig gebaut. Und du hast zuvor ja einfach einen Sternspritzer angemacht hier. Richtig. Und hier dich am Boden gleich mal erleichtert, damit der Boden weiß, was Phase ist. Ich war das nicht. Nee, nee. Es ist. Nee, nee, du natürlich nicht, ey. Du kannst sowas gar nicht. Leider ist Richtig. unter chronische Verstopfung. Passt das so? Ja, also hier passt's. So. Ja, Ja. so. Ja, perfekt. Genau. Immer gleich noch mal Mats. Ja, Tische haben wir auch in der Zwischenzeit schon gemacht und Mörser und Stößel, weil wir wollen die noch aufbauen hier. Ich will die noch aufbauen hier. Spiel, bitte. Ja. So, das läuft schon mal. Ja, dann die Werkbank. Ja, die kann ich erst mit dem Metall, was wir hier bauen. So. Okay, soll ich hier so einen Tisch so. Also so wie ich jetzt schaue hierher, oder jetzt ist es blöd. Ist man dann so eingeklemmt. Kannst du, wenn dann hier vielleicht so. Ja, genau. Wir machen dann Genau. so einen radikalen Linksschnitt. Ja. Kompletter Cut im Raum. Perfekt. Gegenüber kann ich die Werkbänke hinbauen. Dann kannst du hier noch einen Tisch, oder? Ne, oder gegenüber. Ja, gegenüber. Oder wir machen hier so einen Durchgang und ich mache daneben hier dann die Werkbänke. Oder so. Also Ja. ich will auf jeden Fall einfach zu Mörser und Stößel kommen. Ich glaube, wir machen Ja. das eher so. Warte, ich zeig's dir. Und auf der anderen Seite machen wir die Werkbänke. So. Oh, jetzt ist völlig verrückt. Ja, Wo wie kommen die immer Schränke halt. hin? Was, Schränke willst du auch noch bauen hier? Ja, Ja, oder hierher. du tust das mehr in die Mitte rein, Hierher dass die die. Schränke. Hierher die Schränke, okay. Und später wird es hier wieder abgerissen hier. Und dann wächst das Haus weiter, würde ich sagen. Weiter, immer weiter. Genau. Passt das so oder ist das blödi? Ne, passt schon. Schon mal nicht schlecht aus. Bisschen versetzt alles, damit es organisch Bisschen ausschaut. organisch. Wo war das? Sagt doch jeder, ey. Es muss organisch Ja, ausschauen. also komplett organisch, wie das ausschaut. So, dann das mal rein.
mal schauen, ob er die überhaupt noch benutzen kann, ey. Ah. Hast du das Gammelfleisch und die Narkos schon raus? Achso, ja, ja, falsches. Aha. Ah, ich stecke. Da fängt schon an, unsere. Ja. Unsere Werkküche. Die ganze Planung nichts gebracht. Ist schon, ja, ja. Okay. Die ersten zwei, die sind jetzt voll. Quasi. Okay. Starte ich da mal. Oder vielleicht lässt du hier irgendwie frei und wir machen die Werkbänke auf. Oder ich mache hier ein L hin. So her oder so hier die Werkbänke. Okay. Damit man hier fein rausschauen kann, während wir hier umhämmern. Werken. Oder ich kann die Werkbänke hier so her machen. Ja, genau. Nur dass halt da dann der Aufgang ist in Richtung Fluss. Aha, ja. Ja, kein. No stress. Genau. So. So machen wir das. Gut, dann brauche ich Leder, Holz und Stein. Ah, ich habe auch die Wunderkerze hier. Was brauche ich denn zum Reparieren? Ein Feuerstein. Ups. Da brauche ich auch schon Kaxi drinnen. Das wird's mal deswegen, Zeit für deine Düngerwerke. Ja, deswegen mieft's hier überall hier. Ganz schön stinky hier alles. Ja. Ist halt die Steinzeit. Ja, richtig, da war halt alles dreckig. Steinzeit mit den Dinosauriern, ja. Sage ich dazu. Ganz klassische Steinzeit quasi, wie es halt damals war. Ja, wie man es gelernt hat in der Schule. Ah ja, perfekt. So, Ja? Was sagen Sie? Ja, ich pack da schon mal Sachen rein in die linke. Oder warte, hier, den hebe ich nochmal auf. Drehst du einmal um die Achse? Nee, ich stell den hier ein bisschen weiter rein, dass du da so dein. So. Ah ja, perfekt. So dann hier dein mit deinem Durchgang schalten und walten kannst. Mhm. Kann ich jetzt schon doppelt türen? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich den Faden verloren, weil ich irgendwie gelernt habe hier. Ja, kann ich. Vor lauter Absturz. Ja, leider. Ich war so traurig. Totaler Verwirrung. Traurig und verärgert zugleich. Wütend und böse. Ja. Versuchen so wenig Dinge wie möglich im Off zu machen. Damit es ein bisschen spannend auch bleibt hier. Das war jetzt sehr logisch, was ich gesagt habe. Ja, ja, aber ich habe dich verstanden. Räucherkammern, wo soll ich die hin tun? Hier hin. Ja, noch. Hier runter, oder? Hier, schau. Hier bietet sich's an. Das ist eigentlich. Oder willst perfekt, du hier Betten machen? Nee, passt schon. Aber hier ist so eine Bettnische, oder? Nee, passt. Hier tu die. Jetzt, was ist hier los? Ja, weißt du, bei uns Frauen, wir müssen halt dann immer die Einrichtung umstellen nach einer Zeit, weil wir es nicht mehr mögen. Es kommt noch alles auf dich zu, weißt du? Ja, ich weiß. Bald findest du dann die eigene Räucherkammer nicht mehr. Nee, vor lauter Umstellen. Und verhungerst. Richtig. Nein. So, ich liebe Doppeltüren, ich kann mir nicht helfen. Aber die vom Mod waren besser. Ja. Gab es eben diese, die automatisch zugingen. Ja. Hinter einem. Das waren so super, ey. Da konnte man flüchten vom Raptor und der war dann draußen, ey. Richtig. Und ich flüchte immer vom Raptor, weißt du? Passt, oder? Habe ich das jetzt? Ich kann mich noch ein bisschen zurücksetzen. Wenn ich hier die Kacke reinlager, ist die dann haltbarer? In die Räucherkammer, neben das Fleisch. Ja, damit es so richtig geräuchert, das ist dann die Geheimzutat. Mhm, das gewisse Etwas. Genau. Passt jetzt, ja. Jetzt haben wir's. Daneben tun wir dann einen Kompostbehälter für mehr Würze. Kompost? Wen tun wir da rein? Daneben den Kompostbehälter für mehr Würze. Aha. Neben was? Neben die Räucherkammer. Ach so. Nee, war nur Spaß.
da die Nockerl, du. Ja, immer. Hier, wenn wir auf der Rohr sind hier. Also die Räucher kann man räuchern? Ja. Super, weil das extra Fleisch habe ich schon rein, dieses Filet. Das Filet auf Fisch. Leider haben wir noch kein Öl, weil sonst könnte man geräuchertes Filet machen. Was gibst du hier rein? Stimmt. Kann man die Schränke umbenennen? Nee. Kann man das? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht, oder? Nee. Ich glaube auch nicht. Ja? Schreibe deinen Text. Man das auch. Mir fällt nur Unsinn ein. Unsinn im Sinn. Schmiedezeug. Oder? Ah ja, Schmiedezeugschrank. Cool. Ja, das ist schon edel mit den Doppeltüren hier. Ja. Was passiert hier? Aha, hast du schon eine Spitzhacke gemacht? Ja, deine liegt schon hier im Tisch und ich warte jetzt nur noch aufs Metall für deine Axt. Aha, wann wolltest du mir das jetzt sagen? Ja, gar nicht. Voll frech. Mit der Gummelhacke weiterhacken lassen. Richtig, hab gedacht, dann schaue ich besser aus, wenn ich alle anderen schlecht mache. Ja. So leicht ist es. Das war mein Plan. Ja, das ist ein guter Plan, den ich schnell durchschaut habe. Tja. So. Oh. Kann man dann in die Räucherkammer Früchte reintun? Sind die dann haltbarer? Ja, im Endeffekt können wir das Ganze aus der linken Truhe da reintun hier, oder? Bup. Oh, ich bin überladen, aber es geht. Soll ich dir helfen? Oh, nichts mehr drin. So. Genau. Haben wir sonst noch irgend so ein. Hast du Fleisch schon irgendwie rein oder so? Nee. Ja, ist so ganz schnucklig hier. Fleisch rein. Ja, langsam wird's, gell? Ja, ich sehe mich schon überall mein Deko-Zeugs hinstellen hier. Kommt gleich das Eco-Deko. Blibblablub. Ja, damit es ein bisschen natürlich verschönert ist. Eco-Deko. Schön. Okay, ja. So schnell geht's. Ja. Ja, Betäubungspfeile hätte ich jetzt auch. Yay. Das sehe ich ja. Boah, eine Narkoberry, die fühlt sich ganz einsam. Ja. Keine Freunde, die Narkoberry. Ich esse die einfach. Das sind wir ja zusammen für immer. Die Narkoberry und ich. Perfekt. Da wirst du sich freuen. Ich mich auch, wenn ich dann irgendwo rumlieg. Bolas hast du? Nee, alle verschossen. Nee. Da hat uns auch so ein Ichthyornis hier ganz frech immer genervt und uns die Sachen geklaut. Ein 145er. Jawohl, Ichthyornis. Und da gingen alle Bolas drauf. Ja genau, da ging ein Bogen fast drauf. Pfeile habe ich jetzt noch. Okay, soll ich noch welche machen? Ja, bitte. Genau, also ich habe jetzt Betäubungspfeile. Ich habe, klick dir hier Bolas noch rein. Dann kannst du die hier auch nehmen. Die Hälfte Betäubungspfeile, Betäubungsmittel habe ich. So Gammelfleisch und brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Hast du noch welches gemacht? Nö. Ich habe mich gehütet, welches zu machen. Ey. Und
Hier hast du noch Pfeile. Yeah. Schaust einfach, wie viele du willst. Sehr gut. Genau. Ich habe den Parasaurus-Kind rausgeworfen. Ja. Und die Super. Scheiße. Und die Kacke. Ja, aber, die vergammelt hier drin. Okay. Achso, ja, die Axt. Das Dino-Exkremente. Metall-Axt. Naja, brauchen wir hier noch. Schau mal, der Ausblick hier, das ist ja Luxus hier. Mhm. So wie ich es immer gewohnt bin. Ja, genau. Fein am Fluss. Mhm. Ein Haus am See, oder, Peter Fox? Genau. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Das ist blöd. Was denn? Es ist Zeit für den Cliffhanger. Ja. Ja, gut. So, hä? Ja, liebe Leute da draußen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ja. Ja. Und wir haben jetzt unser Haus ein bisschen wohnlicher gestaltet. Und ja. Sag was. Die ersten Mats haben wir mal gemacht und jetzt werden wir dann mal schauen, dass wir wirklich mal irgendein Dino zähmen in einem Dino-Zähm-Spiel. In diesem Dino-Zähm-Spiel einen Dino zähmen vielleicht mal. Schauen wir mal. Gut. Dann sehen wir schon. Was Gut, dann. War denn euer erster Dino? Lasst es uns wissen, schreibt es uns in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst von uns. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi euch. Tschüss.